Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Beast Inside. Wir befinden uns hier bei Kapitel 6 und ich würde sagen, ich lese erstmal den Text vor. Der Richter hat versucht, mich zu erwürgen und er hätte Erfolg gehabt, wenn ich der Mann mit dem Zylinder und der Maske gewesen wäre. Er hat Norton, den Richter, vor meinen Augen getötet, hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Es sah aus, als versuchte er mich zu retten, aber weshalb? Und ich würde sagen, damit gehen wir direkt rein. Christ, I can't do it on my own. There's so much blood. Dear God, is this one of the guests? I don't know. Go get someone. He'll bleed to death. Press on the wound. I'll get help. The janitor is upstairs. Room 207. Where are you? Who is this? Easy. Don't try to get up. Good Lord. No one will ever talk me into a mountain trip again. There he is. Looks like that missing fellow. The detective showed guests his daguerreotype. Detective? You mean that nosy fop Walter Gilman? Holy Mother of God! I have to telegraph the sheriff. No, this man needs a doctor. I've seen wounds like this. It's only a matter of minutes. I'm sorry, son. These voices. There's so many of them. Wait, wait. I think I've heard this conversation before. Those people, they said that a certain detective, Walter Gilman, looked for the judge. If he was interested in missing people from the area, he might know something about my father's disappearance as well. Maybe at the reception desk I can find out his room number. Was war das jetzt? Okay, was war nochmal das letzte, was wir mit Nicholas erlebt haben? War das nicht der Fight gegen den Richter? War das nicht, stand das nicht alles in Flammen? Was ist geschehen? Na gut, okay. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal wieder ein bisschen um. Mal sehen. Hier kann ich irgendwie... Ah doch, ich kann interagieren. Okay. Was haben wir denn hier? Na. Ja, komm, geh auf. Okay, nur ein paar alte Flaschen. Nichts Besonderes. Hier in der Truhe befindet sich auch nichts. Was haben wir hier? Ein Zettel? Okay, kann ich aber nicht lesen. Schade. Ich glaube, ich verschwende hier ein wenig meine Zeit. Ja, ich kann mit den Dingern nicht wirklich interagieren. Ich kann sie mir höchstens angucken. Ich werde nochmal flüchtig hier überall reinschauen. Was haben wir denn hier? Petroleum und Streichhölzer. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Denn es gibt ja immer noch ein Achievement, das ich eventuell noch bekommen will. Kann ich das Ding theoretisch an der Wand zerscheppern lassen? Okay, nein. Ist, sehr hartes Glas. Okay. Gut. Oh, der Revolver. It's stuck for good. That's no use. Warum genau? Warum genau ist es nicht mehr zu gebrauchen? Das sieht doch noch einwandfrei aus. Wir hatten noch übel viel Munition übrig, jetzt mach mal nicht diesen hier, ja? Na gut, wenn das Spiel nicht will, dann werde ich das wohl akzeptieren müssen. Okay, warum steht hier ein fetter Schrank direkt im Weg? Das sieht nicht sehr einladend aus dahinter. Was haben wir denn hier? Mal hinter die Theke gucken. It's him. Judge John Norton, father's former associate. Is that possible? I've just witnessed a crime from a decade ago. I'm getting lost. Memories and illusions, all bleeding into one. Okay, was haben wir denn hier? Richter John Norton. Alter 49, Größe 1,80. Zuletzt gesehen 26. August 1854. Hier in Blackstone. Kontakt: Walter Gilman, derzeit wohnhaft in Blackstone Inn. Zimmernummer, okay, die ist nicht mehr zu lesen. Wer war dieser Gilman? Warum war er auf der Suche nach Norton? Hatte er kein Vertrauen in den Sheriff? Das ist natürlich immer so die Frage. Okay, ich nehme das mal mit. Judge. Someone has been looking for him. Walter hier unten noch uns. Ah, hier haben wir noch Streichhölzer. It was the janitor who usually kept the reception keys in room 207. Was war das?
Okay, Zimmer 207. Hier komme ich natürlich nicht lang. Wo sind wir denn hier? 106. Hier ist auch der Plan. So, ich bin hier. 207 muss ich. Hier den Weg rechts komme ich nicht lang. Da ist ja dieser Schrank im Weg. Wie komme ich denn dann überhaupt nach oben? Warte mal, hier soll irgendwo noch eine zweite Treppe sein. Oder lese ich den Plan falsch? Es könnte natürlich auch sein, dass das hier die eine Treppe gemeint ist und hier die zweite. Wo kommt das her? Ich konnte es gerade irgendwie nicht so ganz ausmachen, wo es herkam. Hier ist wieder Abraham Lincoln. So. Rutsch mal wieder ein Stück rüber hier. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu weit nach rechts geraten. Okay, hier komme ich soweit erstmal nicht weiter. Dann bleibt ja eigentlich bloß noch die Ecke hier hinten. Hier brauche ich über einen Schlüssel. Hier kann ich mich rein knacken. Ich dachte gerade, da steht jemand. Ah, okay, ich kann die Kerzen sogar anzünden. Gut zu wissen, gut zu wissen. Kann es sein, dass ich die Helligkeit vielleicht ein bisschen zu doll eingestellt habe? Ich meine, man sieht so alles, aber ich glaube, ich brauche dadurch die Taschenlampe, also die Petroleumlampe kaum noch. Was haben wir denn hier? Pyritklumpen. Ein Klumpen Pyrit aus der Mine meines Vaters. Manche Menschen nennen es zwar Narrengold, doch es hat den Familien Hyde und Whitehead großen Reichtum beschert. Okay, packe ich mal wieder zurück. Dann haben wir hier nochmal Petroleum. Und eine Vase. Okay, weg damit. Nicht Vase, Kanne. Ja, die Petroleumlampe trotzdem einfach mal anmachen. Petroleum sollte ich, glaube ich, erstmal genug haben. Okay, hier ist alles verschlossen. Wo muss ich denn lang? Komme ich hier irgendwie rüber? Wahrscheinlich nicht. Liegt da irgendwas? Irgendwas ist doch da gerade aufgeleuchtet. Okay, hier komme ich anscheinend erstmal nicht weiter. Aber muss ja. Wo soll ich sonst lang? Komm ich hier irgendwie... Ich muss doch hier irgendwo lang. Irgendwie Kerzen einsetzen, aber das macht irgendwie gar keinen Sinn. Andererseits muss ein Horrorgame denn immer Sinn ergeben. Aber hier scheine ich wirklich nicht viel machen zu können. Okay, okay, nee, hier kann ich einfach nur eine Tür aufmachen. Wo muss ich lang? Stand hier nicht eben noch... War hier nicht eben noch ein Schrank im Weg? Hallo? Ich meine, hier war ein Schrank im Weg. Na gut. Junge, keine Duty... Hallo, wer bist du? Ja, das weiß ich. Ich hab's gesehen. Okay. Ich hasse sowas. Was soll das? Einfach so, random. Was haben wir denn hier? Hat einer der Gäste sie zurückgelassen? Was steht denn hier? Lucas, 8:17 Uhr, nehme ich mal an.
Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch nichts geheim, was nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Okay, hinten steht nichts drauf. Ich nehme es einfach mal mit. Haben wir hier noch irgendwas? Streichhölzer? Alte Dosen? Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weg damit. Hier ist wieder alles abgeschlossen, so wie es aussieht. Petroleum. Ein paar Messer. Sehen mir ziemlich stumpf aus. Bringt mir also auch nichts. Und hier befindet sich auch nichts. Okay. Haben wir den Raum abgearbeitet. So, laufen hier jetzt auch Typen rum oder nicht so? Okay, hier kann ich auf jeden Fall nach oben, so wie es aussieht. Beziehungsweise hier um die Ecke. Ich vermute mal, ich soll dem Typen folgen. Ich sträube mich allerdings und möchte erstmal hier hinten gucken, was hier noch ist. Hier ist nämlich noch eine Petroleumflasche. Da hinten sehe ich doch noch eine. Die nehme ich natürlich mit. Lass ich mir ja nicht einfach entgehen. Hier ist auch noch eine. Wie viel Petroleum kriegt man denn hier bitte? Nochmal Streichhölzer. Man wird aber auch damit zugeschüttet. Ist ja nicht mehr normal. Okay, wo ist der Dude hin? Wie oft hängt dieses Bild eigentlich in diesem Spiel? Das soll sein Bart sein, oder? Das sieht irgendwie... Irgendwie sieht das voll seltsam aus. So als ob da irgendwie offenes Fleisch wäre. Oder verkohltes Fleisch. Irgendwie so ganz, ganz weird. War da gerade ein Typ? Ein Typ in der Wand? Warte mal, kannst du es nochmal machen? War doch gerade jemand, oder? Oder war das nur der Schatten? Sinniere ich jetzt schon? God, who is this? What is he doing here? Das finden wir heraus. Du könntest ihn einfach fragen. Statt mit dir selbst zu reden, warum redest du nicht mit ihm? Okay, zu welchem Zimmer mussten wir nochmal? 209? Glaube, oder? Schau mich vorher nochmal um. Petroleum. Sekunde mal, nehme ich eigentlich auf? Es fällt mir jetzt gerade ein, ich habe... Ja, ich nehme auf, okay. Ich habe nämlich gerade in-game wieder kein Overlay, das ist gerade ein bisschen ekelhaft. Was bist du, Alter? Schwinde! Geh zurück, dahin, wo du herkommst. Alter, das ist widerlich. Was haben wir hier? Okay, kann ich nichts mitmachen. Ich warte nur darauf, dass da irgendwann mal so ein hässliches Kakerlakenvieh oder sowas rauskommt. Es würde mich echt nicht wundern. Ist hier noch was drin? Ah, Petroleum. Gut, was haben wir hier? Erstmal hier lesen. Ach du Scheiße. Verehrter Mr. Hyde, meine Frau und ich hatten... Ja, okay. Das, nee. Ganz ehrlich, nee. Brief von einem unserer Gäste. Ich kann mich nicht daran erinnern, je etwas derartiges getan zu haben. Weshalb sollte ich die Gäste belästigen? Ich war mir sehr bewusst, dass ich tagelang in der Dunkelheit eingesperrt werden würde, wenn ich so etwas tun würde. Okay, wir haben irgendwas gemacht. Irgendwas haben wir angestellt. So wie ich das hier lese...
sollen wir wohl irgendwie nachts durch die Gänge geschlichen sein und sollen den Leuten halt auf den Sack gegangen sein. Kurz zusammengefasst, so wie ich das hier überflogen habe. Ich will mir das jetzt nicht alles durchlesen, bin ich ehrlich. Reicht schon, wenn ich das in Outlast alles getan habe. So, wo mussten wir jetzt hin? Hier vorne, ne? Ben? Damn, there's a chain. Alter, was bist du denn für eine hässliche? So sharp. Maybe I could use it to cut through the chain. Klar, eine Metallsäge liegt hier einfach mal so. Oh. Na ja gut, lass mir die Petroleumlampe wieder auffüllen. Okay, die Leichen habe ich eben erst gesehen. Na gut, ich dachte eigentlich, wir müssen in dieses Zimmer hier rein, aber... Okay, von da komme ich irgendwie... Warte mal, hier ist zu... Kann ich das hier aufmachen? Na, hier war doch gerade was. Na komm, lass mich... Hier war doch gerade ein Interagieren-Symbol. Oder muss ich von der anderen Seite... Jetzt war es schon wieder da. Was mache ich denn hier? Okay, ich vermute mal, ich muss von hier irgendwie da rein. Vielleicht hier durch? Oh, Petroleum. Durch den Kamin? What was that? Where did it try to drag me? To hell, maybe? Christ, what have I gotten into? Okay, sehr komische Alte. Die sind alle ziemlich verfallen. Okay, das Ding kann ich einfach irgendwie nicht aufmachen. Sehr schade, sehr schade. Wo bin ich denn jetzt? Eine Etage tiefer. Also wahrscheinlich in den Zimmern, die wir vorher nicht betreten konnten. Ich habe keinen Bock da drauf. Lasst mich bitte einfach in Frieden mein Petroleum einsammeln und dann gehe ich auch wieder. Na gut, okay. Ich folge mal dem Pfad, der mir vorgegeben wird. Aber vorher gucke ich hier nochmal rum. Da sehe ich doch noch Streichhölzer. Na komm, wenn wir schon mal dabei sind. Okay, die kann man nicht öffnen. Na gut, never mind. Kann ich das Regal umwerfen? Warum kann ich das Regal umwerfen? Ah. Okay, ich soll da hochklettern. Ich verstehe. So, wer hat hier geklopft? Ich habe heute keine Sprechstunde. Bitte gehen Sie. Mach doch auf jetzt. Okay, das ist ganz... okay, ich lass es. Na los, geh hoch da. Hallo? What the hell is this? Looks like... a slaughter. Good God. Something's wrong here. I'd better grab that tool and get out of here. Hauptsache des, was ist das? Könnte ein Otter sein. Könnte auch was anderes sein. Oh, die ist so laut. Richtig. Ah, Streichhölzer. Wo haben wir hier noch irgendwas? Hier ist noch eine Notiz. Opel, die erste von Patienten herausgegebene Zeitschrift. Gedichte, Geschichten, Interviews, Artikel. September bis Oktober 1850.
Eine Zeitschrift, die für und von Patienten einer psychiatrischen Klinik zusammengestellt wurde. In vielen solcher Einrichtungen wagen Patienten es nicht einmal, von solchen Annehmlichkeiten zu träumen. Stattdessen bekommen sie Schweinefutter und werden an ihr Bett gefesselt. Viele von ihnen überleben den Aufenthalt nicht und die, die es doch tun, sind nie wieder wirklich freie Menschen. Man sollte es als großes Glück ansehen, jemals aus solch einer Einrichtung herauszukommen. Okay, nehmen wir mal mit. Und hier sind auch noch Streichhölzer. Ja, eifriger Leser freigeschaltet. Na Mensch. Oh, Petroleum. Nehme ich immer noch mit. Und eine Metallsäge. Eine Säge wie diese kann vielerlei Hindernisse aus Metall durchtrennen. Zum Beispiel Ketten oder Vorhängeschlösser. They should cut through the chain in the janitor's room. Ah, das funktioniert ja wunderbar. Ich bewege die Maus doch. Ich merke schon, es ist wieder ganz anstrengende Arbeit. Man muss wieder was tun, damit es hier weitergeht. Hallo? Jemand da? Nein? Reicht das auch, wenn ich hier so leicht bewege? Ja, reicht. Okay. Hallo? Jemand hier? Petroleum. He spent most of his life here, and after death, he's still the inn's janitor. But now for eternity. And the guests, from what I can see, are sure to cause trouble. Ah, will ich da wirklich hingreifen? Oh, was? Wie? Wo? Ich hab's nicht gesehen. Mach's nochmal. Der hat sich bewegt, oder? Bitte bleib tot. Bitte bleib einfach tot. Was haben wir denn hier? Mr. Jacob ermahnte mich ständig, ich solle die Finger von der Flasche lassen. Er sagte, ich würde Gespenster sehen. Doch ich schwöre, ich bin vollkommen bei Sinn. Ich trinke, weil ich Angst habe. Etwas schleicht in diesen Wäldern umher. Aus den Bäumen hallt unmenschliches Geschrei hervor und aus den Tiefen der Höhlen erklingt Geheul. Ich habe die Kratzspuren in der Rinde der Bäume mit eigenen Augen gesehen. Mr. Jacob sagt, ich sei ein Trunkenbold und solle mich beruhigen, bevor ich die Gäste verschrecke. Vielleicht haben sie allen Grund dazu, Angst zu haben. Wie viele Menschen sind bereits in den Wald gegangen, ohne je zurückzukehren? Gott steh mir bei, da ist das Geheul wieder. Ich brauche etwas Starkes oder ich werde heute Abend nicht zur Ruhe kommen. Hat's noch eine Rückseite? Nein, hat's nicht. Notizen des Portiers. Der arme Kerl tut mir leid. Er griff zur Flasche, um nicht den Verstand zu verlieren. Ich habe Angst, wie er zu enden, wenn diese Geister mich nicht in Ruhe lassen sollten. Ah. Ich dachte gerade, er hat sich wieder bewegt, aber es war nur meine komische Lampe. Schlüsselbund. Gewährt Zugang zu Zimmer 106 und zum Korridor, der zum zweiten Flügel des Gasthofs führt. Ah! Was soll die Scheiße? Oh, bitte bleib tot. Bitte bleib einfach tot. Warte mal, da waren noch Schubfächer bei seinem Schreibtisch, oder? Bitte bleib tot. Bitte bleib tot. Bitte bleib tot. Bitte nicht aufstehen. Bitte nicht aufstehen. Okay, die Dinger sind eh noch zu. Na dann. Und ich hab die ganze Zeit Schiss, dass der aufsteht und mir irgendwie in die Quere kommt. Ich will einfach nur... Mach diese Tür jetzt auf! Junge! Sag mal... Willst du mich verarschen? Ey, ich hab grad ganz langsam das Ding aufgemacht, ja? Jetzt ist aber mal gut hier. So, ich bin weg. Tschüss. Oh Gott, okay. Das ist wieder sehr hoch. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Nicht nach unten gucken. Na, ich habe hier ist ja auch noch dieses hässliche Vieh hochgeklettert, ne? Ah, unangenehm. Alles voll mit Spinnweben hier. Hier gibt's doch wohl keine fetten Spinnen, oder? Hallo, mach auf.
funktioniert nicht. Warum geht das nicht? Ich muss da aber durch. Hier ist ein Brett. Ah, da ist ein Schlüssel unter. Alles klar, ich verstehe schon. Gewehrzugang zum Flügel A des Gasthofs. Ah! Oh, Alter! Is this a ghost? Or did I completely lose my mind? Oh, das war wieder so ein billiger Jumpscare einfach. Holy shit. Okidoki, ich kann jetzt hier reingehen. Wie lange ist denn die Folge gerade? Wir sind schon bei 26 Minuten. Okay. In dem Fall würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin. Bye, bye.